Ja, ich fühle mich wunderbar. Ich habe gestern, also wie neugeboren jetzt, als ich gestern das mitgemacht habe mit dem Tod, die Transformation. Jetzt fühle ich mich Licht und habe gefühlt, ich bin neu geboren, die Gefühle kommen. Ich kann leben, ich darf leben und will jetzt leben mit dem Gefühl, mit dem Herz. Und jetzt weiß ich, wie es man öffnet. Also ich habe es jetzt offen öffnen können. Danke. Die drei Tage waren für mich gelebtes Wissen. Also wirklich Wissen mit Leben gefüllt. Keine Schulbuchweisheit, wie man sonst oft kennenlernt, sondern wirklich gelebtes Wissen, erfahrbares Wissen. Wissen, das aus dem Herzen kommt, das einen überfließen lässt vor Freude und Dankbarkeit. Mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Ich bin so froh, dass ich jetzt etwas im Handgepäck habe, was ich täglich benutzen kann. Dann werde ich es auch nicht vergessen, weil ich es dabei habe. In dir? Ja. Oder wo? Ja. Das ist wunderbar. Danke. Also ich bin Ingeborg Maria. Ja. Ich bin in deinen Kurs gekommen, weil ich dein Buch gelesen habe und es spannend fand, zu erfahren, was ich gelesen habe. Und jetzt ist der Kurs vorbei und ich bin ganz glücklich, weil ich sehe, dass das, was ich gelesen habe, Wahrheit ist. Danke dir. Also Erkenntnisse und man ist im Prozess, man wächst weiter. Man arbeitet an sich und vieles löst sich auf. Also man fühlt sich einfach besser und gut. Also der facht Begeisterung an, Motivation, wirklich einen Schritt nochmal weiterzugehen und tiefer in das Vertrauen zu gelangen, dass wir wirklich verbunden sind und da unheimlich viel bewegen können. Dankeschön. Dass wir alles und gerade Heilung und Energie in uns tragen, und unsere einzige Aufgabe ist, das endlich mit in den Alltag zu nehmen und unter uns zu bringen. Und ab dem Moment geht es uns gut und wir lachen uns gut. Es kommt immer mehr, dass die Menschheit diese Dimensionen lernen wollen. Und es braucht Menschen, die das denen beibringen, wie das funktioniert und die das alles öffnen können. Auch mit dem Netz. Also mein Feedback von diesen drei Tagen waren jetzt dann, dass ich eigentlich am Freitag schon wieder abreisen hätte können. Die nach 10 Minuten hat mir eigentlich gereicht schon, nachdem du deinen Satz gesagt hast. Sei einfach glücklich. Und damit ist alles gesagt, getan. Das war die Message, wo du mir jetzt mitgegeben hast. Und in diesen 3 Tagen hast du mir jetzt auch Werkzeug in die Hand gegeben, wie ich da jetzt einfach damit auch umgehen muss. Ja? Ich fühle mich nicht als Heiler, ich werde auch wahrscheinlich auch nicht heilen. Das glaube ich weniger, aber ich fühle mich gut und ich glaube, ich muss einfach bloß glücklich werden. Ich will glücklich sein. Ich will jetzt glücklich durch die Welt laufen als Bond. Es wurde mir so viel klar, was ich eigentlich gewusst habe, und das hat mich die letzte Zeit mehr und mehr, habe ich körperliche Beschwerden bekommen und wusste, es muss was ändern, aber ich wusste nicht was. Und ich wurde an diesen Kurs geführt, ich habe dich zum Glück gefunden und dann habe ich diesen Kurs kurzfristig gebucht und jetzt bin ich so froh und glücklich und es ist mir so viel klar geworden. Jetzt habe ich was zum Arbeiten und wie es weitergeht, habe ich Vertrauen in das jetzt Erfahrene, was du gegeben hast und was ich gefühlt habe und die Energie. Und das Lattes habe ich immer gehabt, aber ich wusste nicht, was es ist. Das Schöne, Schwere. Alles ist nicht so, wie es scheint. Die Gedanken manifestieren deine Wirklichkeit und vertraue darauf, dass du eine irrsinnige Schöpferkraft hast. Leid und Krankheit, ab jetzt vorbei. Danke, Pascal. Etwas über den Kurs. War super. Ich werde auch weitermachen, den zweiten nachbesuchen.
Eso es escanear y actuar. Y eso usamos para sanar. ¿Ok? Lo que enseño a la gente es usar exactamente estos niveles. Es un moderno mythos de Freiheit, der dich aus dem Fangnetz einer immer komplexeren und regulierteren Welt befreit.